und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Siedler 4, die History Edition. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen reinfinden, weil aktuell spielen wir nebenbei noch ein bisschen Anno und ich weiß nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich hatte hier einen Turm gebaut. Ja, genau. Na genau, das ist schon unterwegs, damit wir uns hier nochmal schön ausbreiten. Soldaten haben wir gerade hergestellt, jede Menge, tun wir hoffentlich immer noch. Ja. Ja, es kommen immer mehr dazu. Jedoch weiß ich gerade nicht, wie viele Leute wir haben. Nur noch 22. Ich darf noch ein Wohnhaus bauen. Nebenbei halt. Ich weiß aber nicht, ob ich das da oben dann hinklatschen soll. Guck, da haben wir ein großes Tempel. Ah. Was ist das? Passierbar. Schutzschild? Soll er ihre Armee freuen? Aha. Ressourcen auffrischen. Was ist das? Einige nützliche Güter. Ich überlege gerade echt, ob ich eher. Aber es ist pro. Muss der in der Nähe sein? Muss ich den mit zum Krieg schicken? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich lasse den mal hier. Er gehört dazu, das ist ein Priester. Naja, ich lasse ihn aber trotzdem mal da stehen. Kann ich noch mehr Priester ausbilden oder nur einen? Ne, nur einen anscheinend pro Tempel. Oh, jawohl. Die Waffen gehen richtig gut. Holzstein auch. Ah ja, ich wollte ein Haus bauen. Aber ich weiß gerade nicht, wo genau. Hm. Ah, könnte ich eigentlich? Warum nicht, ne? Da, da. Alles schön eng. Komm, was soll's? Aber wir haben keine Kohle mehr. Ah, Kohle ist schon ganz schön knapp hier. Ich glaube, ich baue da noch eine Kohlehütte hin. Ja, wobei, eigentlich haben wir genug. Da. Der bringt nichts mehr. Warum bringt der nichts mehr? Ach, der hat kein Brot, ne? Ach, Brot war so knapp. Ja, stimmt, wir wollten noch eine Essensfabrik. Also eine Essensproduktion aufbauen, hochziehen. Also am liebsten da oben. Aber ich dachte eher gern irgendwie erstmal gegen den unten kämpfen. Damit ich den weg habe. Weil der mir schon sehr nahe ist. Oh, so viel Gold. Schau dir das an. Was soll's. Da baue ich auch nochmal eine hin. Und dann... nützliche Güter. Fischreichtum, Fisch zu Stein. Abkürzung, Schutzschild. Ah. Hey, brauchen wir jetzt einen zweiten? Was hat er mir jetzt hergezaubert? Ich kann das natürlich nicht erkennen. Hey, ich habe zwei jetzt? Ist ja cool. Ist ja lässig. Ist das jetzt nur Stein? Ach so, Blödsinn, ey. Braucht kein Mensch. Stein habe ich so in Unmengen. Ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen Kohle gebraucht oder Brot. Ein von beiden. Wie schaut es da mit dem Turm aus? Ja, noch nicht ganz. Kann man das eigentlich deaktivieren, dass das die ganze Zeit kling, 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 kling macht? Das geht ein bisschen auf den Keks. Ha.
Ui, Holz wird schon ganz schön. Huch. Was soll das? Hä? Hä, wie geht denn das? Alles klar. Okay. Die spenden schön. Und da bekomme ich einen Priester nach dem anderen. Ich kann das nicht erkennen wegen dem blöden Baum da. Aber es sieht nur wie Steine aus. Ah, ich glaube, die Steine hole ich mir auch noch. Baue ich dann auch noch einen Turm hin. Einen dicken Turm. Dann brauche ich mal ein paar Soldaten. Wie schaut es da aus? Bauen die, brauchen noch Goldbahn, oder? Sollen die das auch? Guck mal, wie viel Gold ich habe. Goldschmelze, was ist denn jetzt? Ah ja, da, Goldbahn, perfekt. Wie schaut's mit dem Häuslein aus? Ja, es ist schon unterwegs. Kleine Patrouille, um den da aufzufüllen. Ah, wir haben das schon eingenommen. Achso, also das gehört schon uns. Da ist fast Überlegung wert, gleich noch eins zu bauen. So. Oder so. Das ist so ein großer Turm, der nimmt jetzt nicht so viel. Ich überlege echt, so einen zu bauen. Das wäre mega nice. Hätte ich eine Burg. Ich weiß nicht, ob ich die Erde oben oder hier hinbaue. Das weiß ich aber noch nicht. Tja. Haben wir daher noch eins. Oh, jawohl. Jetzt habe ich noch mehr Leute, die 60, die ich zu Soldaten ausbilden kann. Schaut die Statistik aus. Oh, den blauen habe ich bald eingeholt. Weil rot bin ich, oder? Ja, genau, rot bin ich. Den blauen habe ich bald eingeholt mit der Menge. Und ich habe echt starke Soldaten, so ist er nicht. Also den könnte ich durchaus angreifen. Ich weiß halt nicht, ob das der ist, weil ich glaube, das war grün. Und der grüne, der hat immer noch mehr wie ich, aber ich weiß nicht, wie stark. Der kann auch nur kleine haben. Und das muss, man muss auch bedenken, wenn ich jetzt einen angreife, dann verliere ich haufenweise Soldaten. Und es wäre blöd, wenn genau in dem Zeitpunkt der andere mich angreift. Aber so langsam muss ich ja was machen. Nein. Gebäude auffüllen. Ich mag jedes Gebäude voll befüllt haben. Falls sie mich angreifen, dann ist es echt schwer. Perfekt. Ah, die habe ich jetzt nicht. Habe ich die jetzt auch? Ne, gut. Dann geht's bitte wieder da runter, würde ich sagen. Ist mir eigentlich gerade lieber. Sollen sie sich dort alle sammeln? Muss sie nicht mehr wissen, wohin. Aber ich brauche echt mehr Kohle. Aber die produzieren gut Kohle. Ich weiß nicht, warum der keine Kohle mehr produziert. Die produzieren richtig gut Kohle. Aber Brot ist schon gar... Hey, was ist da? Füllen. Achso, jetzt haben wir dort ein bisschen was. Jetzt könnte man da theoretisch... Noch eine... Also Brot fehlt, ne? Getreidefarm vielleicht noch eine? Weiß ich nicht. Was fehlt jetzt eher? Fleisch oder Brot? Was haben wir denn da? Essenstechnisch. Haben wir da Essen drauf? Da haben wir, es fehlt eigentlich alles. Ich dachte fast erstmal Brot herstellen gerade. Mit Gold habe ich echt genügend. Das ist Stein. Mir fehlt eigentlich echt nur Kohle. Was ist eigentlich mit Silber?
Eisen, 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 Eisen. Ach, Silber gibt's ja gar nicht. Depp. Ganz viel Gold und Silber. Eisen. Aber keine Kohle. Ich weiß nicht, ob es bringt, wenn ich jetzt einfach mehr Kohle vorkommen hinklatsch. Oder ob es eher bringen würde, wenn ich Brot produzieren würde. Ich glaube, so ein bisschen von beidem. Ich glaube, es bringt fast mehr, wenn ich noch eine noch Brot produziere. Deswegen mache ich jetzt mal hier nochmal Getreidefarm. Kann ich hier natürlich wieder nicht hinbauen. Das ist wieder so. Aber hier oben so langsam. Ich glaube, das mache ich auch hier. Ich könnte die auch hier hinbauen. Ich baue die hier hin. Dann kann soll der sein Cars dort anpflanzen. So. Dann was brauche ich noch? Was habe ich da noch gebraucht? Eine Mühle, das ist klar. Die baue ich dann gleich dahin. Gut geschützt von dem Turm. Die braucht mit Getreide zum Mehl verarbeiten. Mehl wird in der Bäckerei zu Brot verarbeitet. Getreidefarm. Hier eine Farm, genug Platz haben muss und Felder auf den. Der Getreidefarmer benötigt eine Sense. Haben wir noch eine Sense? Ja, ja, eine Sense ist noch da. Das ist sehr gut. Und der Bäcker, der benötigt. Genau, der benötigt dann Wasser. Das heißt. Bäckerei wird aus Wasser und Mehl, genau. Dann bauen wir da. Wasser haben wir ja auch zu genügend eigentlich. Immer genügend. Dann haue ich da die Bäckerei hin. Nur eine Wasser braucht. Die braucht ja einen Fluss. Ich glaube, da oben baue ich dann noch, genau. Baue ich dann noch ein Lager, nur mit Wasser hin. So hier hin vielleicht. Genau. So. Dann könnte. Oh, was geht denn hier? Haben wir Soldaten schon genug hergestellt, oder wie? Nee, das sind noch ein paar. In Mache. Ich überlege gerade, ob ich die Menge vielleicht auch mal hochjage. Dass die Bogenschützen, die starken Bogenschützen, das machen können, während die Menge die einfach auffällt. Weil wenn ich da jetzt so schaue, die kommen echt gut voran. Gerade hatte der 150. Nee. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf alle Fälle muss ich mehr machen. Weil das, die produzieren so schnell. Ich glaube, ich mache jetzt noch ein paar von denen da. Da mache ich jeweils nochmal 10. Und dann davon aber nochmal 10. So. Genau. Da guck, wie es dann losgeht hier. Bogenschützen sind ja nicht schlecht. Die können von Weitem schön die anderen fertig machen. Aber ich überlege gerade echt noch eine Schmelze da reinzuhauen. Aber ich brauche mehr Kohle. Unbedingt. Unbedingt brauche ich mehr Kohle. Und ich meine, da habe ich halt schon mehr Brot für die Kohlenminen. Und Holz wird hart. Was habe ich denn da? Nur, so, da habe ich Essen. Nur Essen. Ich überlege da gerade echt, ob ich da vielleicht das Essen weg tue, weil Essen wird sowieso immer direkt benutzt. Ob ich da nicht lieber nochmal Holz mache. Weil da liegt jetzt echt nur Stein, ne? Dann machen wir das so. Tue ich da Holz weg. Und
war noch ein Lager daneben. So, und da mache ich dann nur Holz. Und eine Holzfällerhütte, da hatte ich auch nochmal hin klatschen, am besten da oben. Obwohl ich eine Burg bauen wollte, ne? Also. Oh, nice. Komm, was soll's? Was soll der Geiz? Ja, da fehlt natürlich das Holz. Wäre jetzt vielleicht klüger gewesen. Das ist jetzt das Sägewerk. Das ist Forsthaus, Holzfäller. Woher fällt der? Oh. Na gut, aber da habe ich... Hä? Nee, passt schon. Aber der fällt ja... Forsthaus. Passt schon. Und der da? Holzfäller? Ja, genau. Und was ist mit dem Forsthaus? Warum macht er nichts? Achso. Er braucht so lang. Ich habe ja schon zwei Holzfällerhütten. Ich habe immer Angst, dass das piept durchgehend. Und ich habe da immer Angst, dass ich das so ignoriere, dass ich irgendwann mal nicht mitbekomme, dass ich angegriffen werde. Also jetzt muss was gehen, ne? Also... Gut, da, das müsste aber reichen fast. Weil ich brauche mehr Soldaten. Soldaten ist das A und O, da scheiße ich drauf, ob ich da ein paar Handwerker mehr habe oder nicht. Oh, das ging schnell. Holy moly, also die brauchen natürlich länger, weil das Gold länger braucht zum Machen. Ich überlege echt eine zweite... Also den kann ich eigentlich einstellen. Pausieren oder sowas. Zu unterbrechen? Ja, wobei, nee, eigentlich nicht. Ja, wobei der schon viel hat, ne? Geologe hat Gold gefunden. Ah ja, gut. Natürlich. Wo bauen die zuerst? Ah, okay, das ging gut. Ach, jetzt habe ich da was verkackt. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen was verkackt. Das soll er das da anbauen. Ich hoffe, das muss reichen. Das habe ich jetzt... Hab vergessen, dass ich da ja auch noch die Dinge mache. Ah ja, da nur Wasser. Genau, Wasser dorthin. Haben wir das auch schon? Ne, haben wir noch nicht. Ich werde dann hier nochmal eine Holzfällerhütte machen. Und dann auch nochmal ein Lager für Holz. Damit die nicht so weit laufen müssen, meine ich damit. Und dann vielleicht mehr Träger einstellen. Wie viel haben wir jetzt? Ja gut, 40 Träger sollte aber eigentlich reichen, ne? 40 Träger sind jetzt nicht wenig. Ich überlege da vielleicht nochmal 5 mehr. Oder ein mehr. So. Oh, wir haben keine Schaufeln. Und Hämmer haben wir auch nicht mehr. Oh doch, Hämmer haben wir viele. Eine Schaufel haben wir noch. Also jetzt haben wir keine Schaufel mehr. Ah genau, 15 und da kriegen... Ja gut, dann ist es okay. Ja, hier war ein guter Steinhauer, findet in seinem Gebiet keine Steine mehr. Warum? Da, nimm den Stein noch mit. Da oben könnte ich jetzt auch nochmal einen Stein mit hinhauen. Das bitte mal auffüllen einmal. Danke euch. Auffüllen. Na, da fehlen jetzt das sind Bogenschützen. Oh, Stufe 2er Bogenschützen. Eigentlich mag ich gerne Stufe 1. Ach da. Oder ist das Stufe 3? Level 2?
Achso, ja. Das ist eine Stufe 1. Stufe 1. Genau, und noch ein Bogenschütze. Der Kategorie Stufe 1 wäre nicht schlecht. Hallo? So. Auch da einmal bitte hoch. Die dann auffüllen. Die Burg wird gebaut und dort geht's richtig rund. Da backen die jetzt schon wieder Brot. Das ist ja mal richtig schön. Und die produzieren schön Wasser. Das ist auch supi. Na gut, es hilft nichts. Ah, nein, nein, nein. Ist vollkommen in Ordnung da. So. Ah ja, da wollte ich auch nochmal auffüllen, ne? Drei Bogenschützen und noch zwei. Ah, das ist nur einer. Nee, Stufe 3 nicht. Stufe 2 auch nicht. Stufe 2 auch nicht. Die brauche ich für den Krieg. So, Stufe 1 nochmal. So. Genau, der ist voll. Stufe 1 Bogenschützen. Stufe 1 Bogenschütze. Und Stufe 1 Bogenschütze. Perfekt. Alter, wie viel Magier habe ich denn? Lol, kommt die alle her? Holy moly. Wie viel Mana habe ich denn? 81. Einfach 5. Ah. Ach krass. Dann müsste ich das ja. Was ist das? Wie oft ich das machen kann, ne? Oder wie? Oft sehen die Zahl gesprochen, die ihren Mana vor Ort auslösen können. Aber ich habe 81, der kostet 40, also müsste ich den doch eigentlich zweimal machen können. Aus den Reihen des Gegners, also könnte ich den paar abmurksen. Ah, Bezauber werden einige Verbündete sollten auf den Schutzfeld fällen. Da werden sie stärker. Ja, das wird interessant. Na, gehst du rein? Ach so. Oh, das war vorhin Bogenschütze. Dann kannst du eigentlich zurückgehen. Und dann brauche ich noch einen Schwertkämpfer. Nee, nicht Stufe 2. Nicht Stufe 2. Nicht Stufe. Das Bogenschütze. Nein. Ah ja. Da haben wir ihn. Bitte einmal dahin. So, und dann soll das. Ach so, den muss ich auch nochmal auffüllen. Oh Gott. Da verliere ich ganz schön viele Soldaten, ne? Stufe 1. Ich überlege dann echt, ob ich die Burg, und gehen da automatisch welche hin? Also zwei soll. Die habe ich schon. Was ist damit? Damit? Ah ja. Die Burg, ob ich da dann voll klatschen soll mit drei, also dass die fast uneinnehmbar ist. Das wäre natürlich der Burner. Zwei. Und 3. Geologa Kohle gefunden. Ja, nicht zu nah an die grüne Grenze hier. Weil sonst haben wir wieder ein Problem. Nämlich schaut's aus, wird da Brot produziert. Der haut Brot raus, ja, perfekt. Also es geht voran. Komm mal lieber zurück. Mir ist es sehr unsicher, dass du hier rumlungerst. Sonst zettelst du noch einen Krieg an. Das wollen wir alle nicht.
oben würde ich gerne halt dann nochmal einen Wald machen. Und ich überlege auch, den nochmal hier zu machen dann. Nee, ich mache hier nochmal einen Wald. Wenn die Burg steht, dann habe ich einen riesen Einflussbereich. Und dann haue ich da nochmal richtig einen Wald hin. Ich könnte aber den Wald auch hier einfach machen. Ein Forsthaus hinhau. Also schon ein großes Gebiet eigentlich immer. Lieber hier hin machen. Na, mal schauen. Wie schaut's aus? Ich mag das. Hallo. Ah. 8 Holz. Ja, das sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unterwegs. Warum es rot ist, verstehe ich jetzt nicht so unbedingt. Aber gut. Wie schaut's mit. Oh, ganz viel Gold habe ich jetzt. Haha. Was fehlt dann jetzt? Ja, die Waffen oder was? Das Gold habe ich jetzt viel. Fehlen mir jetzt die Leute, oder? Die Waffen fehlen mir, oder? Ich habe jetzt aber nicht die Waffenschmiede eigentlich. Oh nein! Gar nicht gut, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. 50. Ja, Bögen brauchen wir jetzt nicht mehr so unbedingt, finde ich. Haben wir von mir aus noch 3, 8, 8 Bögen, 5, ja, machen wir 10 Bögen. Aber die Schwerter waren jetzt schon vorrangig, ja. Ja genau, 0%, das sehe ich. Ist der da weg? Ja, der ist da weg. Wie schaut die Statistik aus? Ah, jawoll, ich habe ihn eingeholt. Wie nur, dass ich den einhole. Im Blauen würde ich jetzt gerne angreifen, aber der Grüne, der hat schon eine Linie nach oben, ne? Das ist schon... Ah, Mist. Aber das heißt ja nichts, dass der mehr hat. Vielleicht hat er echt nur Einser-Soldaten. Und das da unten war der Grüne, deswegen würde ich eigentlich erst den Grünen angreifen, weil der echt schwächer ist, stärker ist. Um zu gucken, ob ich den besiegen kann. Ich habe auch überlegt, so ein Spion oder sowas. Wäre auch ganz nice. Aber jetzt soll die Burg erstmal fertig werden. Die ist schon Bearbeitung. Da schicke ich gleich mal eine Truppe hoch. Mal gucken. Allgemein, ich kann mal so alle Soldaten. Die da auch. Ja? Die schicke ich da auch mal hoch, weil die können dann alle bei der Burg verweilen. Mal schauen, was das übrig bleibt. Ich habe so das Gefühl, dass das gar nicht so viele sind. Dass die meisten in den Türmen und so drin sind, weil da habe ich schon viele. Und für, das ist eher ausgelegt für eine Verteidigung. Da wäre ich natürlich voll im Vorteil bei einer Verteidigung. Wobei ich dann auch viel verlieren würde wahrscheinlich, wenn sie dann mal ein, zwei Türme einnehmen. Für den nächsten, das müsste ich dann auch erstmal wieder erobern. Und nochmal bauen. So, den Platz bitte mal tauschen und zwar hier. So, es geht gar nicht so weit weg. Na gut, dann sollen die sich weiter da sammeln. Die bitte auch einmal da hoch. Sind noch irgendwo Soldaten? Also ja, der Turm. Nee. Ja, aber das sind schon gute Soldaten. Ganz viel Gold dabei. So, auffüllen. Auffüllen, da verliere ich ganz schön viele. Mal Lucky Lucky machen. Ach, da könnte ich hier nochmal einen Stein mit hinhauen.
Haben wir ganz schön wenig gebracht eigentlich. Vor allem, das sind jetzt Level 1, Level 1, Level 2, Level 3, Level 3. 2, 3, 2, 1. Also die 3 hätte ich schon gern raus. Hey. Das ist halt... Also die 3er... 2er sehe ich ja noch ein. Aber 3er, das ist mir fast... Was haben wir da? Der kann da stehen bleiben. Der kann da stehen bleiben. Was haben wir denn da? Ganz viel Stufe 1er. Der kann da stehen bleiben. Der kann da stehen bleiben. Und dann schickt man noch eine Stufe 1 hin. Genau. Lieber noch einer. Und da haben wir noch einen. Die schicke ich mal ganz nah, weil dann gehen die natürlich als erstes rein. Wenn ich jetzt hier... Was ist das jetzt? Level 2, ich fresse einen Besen. So. Ich tue jetzt... Also die Idee, dass ich die voll besetze... Nee, das mache ich nicht. Weil da fehlen mir so viele Krieger. Gute Krieger. Das mache ich nicht. Das ist mir... Das reicht einfach, dass es eine Burg ist und viele sind. Ehrlich. Genau, dann hau ich die da rein. Eins, zwei. Ach. Nee. Warum sind da jetzt wieder zwei Level 2er drin? Ganz weit weg. Ganz weit weg. Zack und zack. Perfekt. Jetzt habe ich nur Level 1er. Und bei den Bogenschützen. Level 1, Level 1, Level 2, Level 3. Zwei Level 3er, das geht nicht. Den einen Level 2, den kann ich drin lassen. Aber die Level 3er, das geht einfach mal gar nicht. Die brauche ich. Den einen Level 2er, den lasse ich von mir aus drin. Was haben wir denn irgendwo... Da, die da können schon mal alle weg. Da nochmal. Also ich brauche eigentlich nur einen, ne? Achso, ja gut. Gut, dann könnte ich dir vielleicht doch noch raushauen. Komm, dann hau ich den raus. Hallo? Genau, dann kannst du da rausgehen. Und dann könnt ihr beide da reingehen. Ja, perfekt. Da warst du zu langsam. Ah, nein! Oh, lol. Okay. Dann tust du doch mal weggehen und der da dahin. Oh, das ist gar nicht mal so leicht. Schöner wäre es, wenn man das im Menü machen könnte. Aber vor allem hier habe ich ja viele eigentlich, wenn ich mir überlege. 2, 2, 2... Gut, das sind 1, 1, 2. 1, 1, 1. Okay, das ist auch alles 1, 1. Ah, ich hab schon. Oh. Oh, wo kommen die alle her? Auf alle Fälle ist es voll hier. Das ist sehr gut. Weil dann dachte ich hier gleich nochmal ein Forsthaus bauen. Der, dann müsst ihr mal alle ein bisschen auf die Seite gehen. Geht's mal alle dahin. Der seine Arbeit dann dort verrichten soll. Und noch ein Holzfäller. Hier hinhauen. Dann ist seine Arbeit dann auch
dort verrichten soll. Und dann noch ein Sägewerk, der seine Arbeit hier verrichten soll. So. Na, hier kannst du auch da hingehen. Dann können die mir mal sagen, wie es steht. Oh ja, genau. Kann ich da mal... Nee, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, egal. Haben wir mal ganz viele kleine. Und dann hauen wir mal nochmal 5 solche raus. Schauen wir mal. Und wir brauchen nochmal ein Wohnhaus. Eindeutig. Überlege ich sogar dahin dann zu hauen. Weil hier halt sehr krasser Schutz ist. Und da verliere ich nicht sofort alle meine Leute. Aber da könnte ich halt auch wieder was anderes hinbauen. So ein bisschen Produktion. Ne, ich baue das schon hierher. So. Ach, da habe ich ja eigentlich mein... Oh. Findet ihr überhaupt noch was zum Jagen? Irgendwie nicht mehr, glaube ich. Blöd. Ich glaube, in den künstlichen Wäldern, weiß nicht, ob da großartig was lebt da. Da wäre ein Fuchs. Ja, ein bisschen ist schon da. Aber schön, dass die Burg jetzt steht. Schön, dass die Burg steht und es sind schon wieder 36 Minuten, verdammte Kacke. Oh Mann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und die Folge wurde leider nichts mehr in Angriff, aber ich mag so lange, wie sie mich nicht angreifen, mag ich auch nicht angreifen, weil da kann ich nur wachsen und stärker werden. Das war unnötig. Ich danke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.